Und damit zu Daniel Kupp, direkt am Tatort. Daniel, der Täter, der ist weiter auf der Flucht, auch Stunden nach dem Anschlag. Ja, wo kann er denn sein? Warum ist diese Suche so schwierig? Also wir gehen ja davon aus, dass sich das Ganze gestern gegen 21.45 Uhr ereignet hat. Und ja, du hast vollkommen recht. Es gibt scheinbar in der aktuellen Situation noch immer keine Spur oder auf jeden Fall etwas, was uns die Polizei bisher noch nicht verraten möchte. Wir haben das ja gerade ganz kurz schon im O-Ton der Polizei gehört, als sich der Polizeipressesprecher geäußert hat, das große Problem ist, es gibt keine richtige Täterbeschreibung. Es gibt wohl einige sehr vage Angaben. Also es soll sich um einen Mann handeln, es soll sich wohl um einen Einzeltäter handeln und er soll angeblich, aber das ist von der Polizei auch noch nicht bestätigt worden, ein ja arabisches Aussehen haben. Das Ganze muss sich unheimlich schnell gestern Abend hier abgespielt haben. Er ist wohl auch mit einer ganz großen Brutalität vorgegangen. Es gab erste Berichte, das ist jetzt von der Polizei aber erstmal an diesem Morgen wieder dementiert worden, dass er wohl auch gezielt auf die Hälse der einzelnen Menschen ja eingestochen hat. Aber ja, man weiß, um ehrlich zu sein, überhaupt gar nicht, wo er sich befindet. Ist er vielleicht hier noch in der Umgebung? Ist er untergetaucht bei Sympathisanten? Das ist alles die große Ermittlungsarbeit der Polizei, die momentan hier ansteht. Also noch viel, viel Unsicherheit. Der Täter ist weiter auf der Flucht. Das Motiv weiterhin unklar. Und Daniel, du konntest bereits mit mehreren Menschen sprechen. Wie erlebst du denn die Stimmung am Morgen danach? Ja, lass uns noch mal kurz über den gestrigen Abend sprechen. Also das war ein Volksfest, auf das man sich hier schon sehr, sehr lange gefreut hatte. Mehr als 600 Jahre Solingen, das sollte hier gefeiert werden. Das ist ein Fest, hier kommen ja zehntausende Menschen hin. 80.000 hatte man insgesamt hier am Wochenende erwartet. Man hat jetzt auch angekündigt, dass dieses Fest natürlich jetzt hier am Wochenende nicht mehr stattfinden kann. Die Menschen, mit denen wir uns unterhalten, sie sagen ganz unterschiedliche Sachen. Die meisten sind einfach nur schockiert, können nicht fassen, dass sich das Ganze ereignet hat. Aber man muss auch ganz klar sagen, es gibt natürlich hier auch in dieser Stadt an diesem Morgen ein unsicheres Gefühl, einfach weil man nicht weiß, wo sich der Täter befindet. Wir hatten die Möglichkeit, uns hier natürlich heute mit verschiedenen Menschen auch schon zu unterhalten. Und was die Menschen uns heute Morgen hier gesagt haben, kurz nach dem Aufwachen, das hören wir uns jetzt mal an. Ich finde es wirklich schlimm. Und ich war tatsächlich kurz auch den Tränen nah, weil ich einfach von so vielen Anschreiben bekommen habe oder Anrufe bekommen habe, ob es mir wirklich gut geht, weil die wissen, dass ich auf diesem Festival bin und eigentlich nur meinen Spaß haben wollte. Ne? Also ich war vorhin in der Stadt und auf einmal ist Panik ausgebrochen. Ja, und dann ist halt da irgendwas, hat was geknallt und dann sind halt die Leute da lang gelaufen. Ja, und dann habe ich halt nur gesehen, wie da Leute auf dem Boden lagen. Ich habe sogar ein Video und ja. Man fühlt sich nicht sicher. Die Bundesregierung ist gefragt. Wenn die Bundesregierung da nicht handelt, dann ja, man sollte hier die Gesetze, man sollte die Gesetze ändern, man sollte das wie in den USA machen, dass man hier wenigstens sich verteidigen darf. Ich bin 73 Jahre, ich bin gebürtiger Solinger und das kenne ich nicht, sowas. Wir haben uns früher auch mal auf den Kopf geschlagen, aber mit Messer oder mit Waffen, sowas kenne ich nicht. Und das nimmt heutzutage immer mehr zu und das ist schon fast Normalität. Also da haben wir es gerade von den Menschen gehört, sehr viel Betroffenheit, aber sicherlich auch eine große Unsicherheit, wie sich das Ganze jetzt hier weiterentwickeln wird. Wir haben es ja eben schon auch noch einmal kurz angesprochen, das große Problem ist einfach, man weiß gar nicht wohl ganz genau, nach wem man hier am Suchen ist. Eine sehr, sehr, sehr vage Täterbeschreibung. Natürlich haben das Ganze sehr viele Menschen am gestrigen Abend hier auch mitbekommen. Menschen, die ganz schreckliche Szenen mit ansehen mussten, wie da Menschen hier einfach auf offener Straße bei einem Fest ja erstochen wurden. Und diese Menschen, die betreut man. Man möchte natürlich auch von diesen Menschen weitere Informationen bekommen. Grundsätzlich kann man sagen, man hat hier alles aktiviert, was man aktivieren konnte. Also wir sehen das hier an diesem Morgen überall in Solingen. Ganz viel Polizei unterwegs, viele Beamten, aber auch in Zivilfahrzeugen, SEK-Beamte, die jederzeit bereit wären, hier sicherlich auch eine Wohnung dann auch zu stürmen, sollte es eine wirkliche Spur geben. Also man muss ganz klar sagen, hier an diesem Morgen eine extrem dynamische Entwicklung. Also die Suche nach dem Täter, die läuft auf Hochtouren. Du, Daniel Kupp, wirst die Großfahndung weiter für uns begleiten. Danke für all die aktuellen Informationen.